Adisebaba Märchen und gute Nachtgeschichten für Kinder. Der Ochse und die Kröte. Es war einmal ein kleiner Ochse, der auf einer Farm bei einem See lebte. Der kleine Ochse war sehr unglücklich, weil er so viel kleiner war als alle anderen Ochsen auf der Farm. Ständig beschwerte er sich darüber. Und eines Tages jammerte er mal wieder bei seinem Freund, dem Hund. Ich bin der kleinste Ochse auf dieser Farm. Wahrscheinlich bin ich sogar der kleinste auf der Welt. Und ich kann daran rein gar nichts ändern. Fang nicht wieder damit an. Du bist ein stattlicher, kluger und freundlicher Ochse. Wir können nun mal nicht alle gleich groß sein. Natürlich nicht, aber warum kann ich nicht der Größte sein? Schau, ich bin auch nicht der größte Hund auf der Welt. Viele Hunde sind größer als ich. Aber das macht mir nichts. Ich bin mit dem zufrieden, was ich bin. Ich aber nicht. In dem See direkt neben der Farm, wo unser unglücklicher Ochse lebte, lebte eine selbstverliebte Kröte. Die Kröte verbrachte den ganzen Tag damit, vor ihren Freunden anzugeben. Sie war größer als die anderen Kröten und sie war sehr stolz darauf. Quack! Ich bin die größte Kröte in diesem See. Und wer am größten ist, ist die Königin. Von jetzt an nennt ihr mich alle Eure Majestät. Es gibt keine Regel, die sagt, dass die größte Kröte die Königin ist. Und außerdem brauchen wir gar keine Königin. Jedes Volk braucht einen Herrscher. Der Löwe zum Beispiel ist der König im Dschungel. Ja, aber der Löwe ist auch nicht das größte Tier im Dschungel. Elefanten zum Beispiel sind größer. Unsere selbstverliebte Kröte musste darüber nachdenken. Aber dann antwortete sie, angeberisch wie immer. Das hier ist kein Dschungel und ihr seid keine Elefanten. Ich bin die Königin und damit hat es sich. Die anderen Kröten berieten sich untereinander. Sie mussten der selbstverliebten Kröte eine Lektion erteilen. Aber sie wussten nicht, was sie tun sollten. Ein paar Tage später, als die Kröten im See herumschwammen, sahen sie den Ochsen, der am Ufer graste. Er war auf der anderen Seite des Sees. Sie hatten noch nie in ihrem Leben ein so großes Tier gesehen. Wow, was für ein großes Tier! In diesem Moment hatten sie eine Idee. Na, sagt unsere selbstverliebte Kröte nicht, dass das größte Tier die Königin sein soll? Na, dann muss das unser König sein. Die Kröten schwammen sofort zum Ochsen herüber. Sie erklärten ihm die Situation und baten ihn um Hilfe. Aber ich bin doch nur ein kleiner Ochse. Wie soll ich euch denn helfen? Klein? Wer du? Du musst überhaupt nichts machen. Wir bringen unsere Freundin herüber, die so selbstverliebt ist. Und dann überlässt du den Rest einfach uns. Okay, aber ich muss jetzt zurück zur Farm, bevor der Bauer sich Sorgen macht. Am nächsten Tag hüpften die Kröten zu ihrer Freundin, die so selbstverliebt war. Und sie erzählten ihr von diesem Riesentier, das sich auf der anderen Seite des Sees befand. Er will dich kennenlernen. Okay, dann lass uns mal sehen, wer dieses Riesentier ist. Die Kröten schwammen herüber auf die andere Seite des Sees. Der Ochse wartete am Ufer auf sie. Die selbstverliebte Kröte verschluckte fast ihre Zunge, als sie den Ochsen sah. Aber sie wollte sich nichts anmerken lassen. Du bist also der Riese, der König von diesem See sein will. Der Ochse wollte antworten, aber... Schnell kam ihm eine der Kröten zur Hilfe. Naja, warst du denn nicht diejenige, die gesagt hast, das größte Tier soll der Herrscher sein? Naja, der Ochse ist ja viel größer als du. Oh ja, ich kann genauso groß sein. Ach wirklich? Wie das denn? Während die Kröten so diskutierten, fühlte sich der Ochse zum ersten Mal in seinem Leben groß und würdig. Dies war das erste Mal, dass jemand ihn so bezeichnet hatte. Na, schau mir mal zu, wie groß ich sein kann. Und die Kröte begann sich aufzublasen. Bin ich so groß wie der Ochse? Die Kröte blies sich noch mehr auf. Was meint ihr? Bin ich so groß wie der Ochse? Nein.
Die Kröte pustete sich immer weiter auf. Sie konnte nun gar nicht mehr sprechen. Sie starrte die anderen Kröten an und wartete auf eine Antwort. Die anderen Kröten begannen zu lachen. Nein, immer noch nicht. Du wirst nie so groß sein wie der Ochse. Weiter auf. Nein, du musst dich noch mehr aufblasen. Die Kröte blies sich immer weiter auf. Sie wuchs und wuchs und wuchs und sah aus wie ein Luftballon. Voller Staunen starrte der Ochse sie an. Die Kröte war so sehr aufgeblasen, dass sie schon gar nicht mehr wie eine Kröte aussah. Sie pustete sich so weit auf, dass sie vom Boden abhob und zu schweben begann. Schließlich kam sie auf der Höhe des Ochsen an. Aber sie musste noch größer werden als der Ochse. Also pustete sie sich mit letzter Kraft noch ein bisschen weiter auf und... Der Ochse und die anderen Kröten starrten voller Staunen. Na, das wird ja eine Lehre sein. Sie alle hofften, dass die eingebildete Kröte daraus etwas gelernt haben würde. Und nachdem all dies geschehen war, beschwerte der kleine Ochse sich nie wieder über seine Größe. Er akzeptierte sich so, wie er war und war damit glücklich. Es war einmal ein Hase im Wald. Den ganzen Tag hüpfte er umher und bewunderte sich selbst. Er liebte es, damit anzugeben, dass er viel schneller rennen konnte als alle anderen Tiere. Ich bin das schnellste Tier im Wald. Will jemand gegen mich rennen? Und er konnte wirklich schnell rennen. Die anderen Tiere konnten es nicht leiden, dass er immerzu angab. Und auch, dass niemand ihn in einem Rennen besiegen konnte. Und schon wieder gewonnen. Ich bin eben der Schnellste. Wo auch immer der Hase hinging, sagte er, ich bin so schnell, keiner kann mich einholen. Und seine Worte begannen den anderen Tieren auf die Nerven zu gehen. Er ist vielleicht der Schnellste, aber dass er damit immer so angeben muss, ist echt doof. Jemand sollte ihm mal eine Lektion erteilen. Die alte Schildkröte hörte von dem eingebildeten Hasen. Die Schildkröte lief sehr langsam. Sie brauchte einen ganzen Tag, um eine Strecke zu gehen, die der Hase in einer Minute rennen konnte. Die Schildkröte hoffte, dem Hasen eines Tages über den Weg zu laufen. Also ging sie zu den anderen Tieren und sagte ihnen, sie wolle gegen den Hasen rennen. Du willst gegen ihn rennen? Nicht mal die schnellsten Tiere haben gegen den Hasen gewonnen. Wie willst du das schaffen? Überlass das nur mir. Die Schildkröte ging zum Hasen. Guten Tag, Hase. Ich habe dich gesucht. Neugierig fragte der Hase. Und warum hast du nach mir gesucht? Ich habe gehört, dass du das schnellste Tier im Wald bist. Oder zumindest denkst du das. Aber um sicher zu sein, würde ich gerne gegen dich rennen. Mal schauen, wer schneller ist. Sobald die Schildkröte ihren Satz beendet hatte, begann der Hase so laut zu lachen, dass alle Tiere im Wald ihn hören konnten. Du und ich, ein Rennen. Machst du Witze? Du wirst mich niemals schlagen. In der Zeit, in der du einen Schritt machst, bin ich schon am Ziel. Wenn wir nicht gegeneinander rennen, werden wir das nie herausfinden. Okay, wenn du unbedingt willst. Als die Schildkröte davonging, lachte der Hase wieder laut los. Am nächsten Morgen versammelten sich die Tiere an der Rennstrecke. Die Schildkröte stand schon an der Startlinie, bereit für das Rennen. Sie lächelte selbstsicher.
Bitte erklär mir, wie du vorhast, den Hasen zu besiegen. Wenn er wirklich so ein stolzer Angeber ist, wie ihr alle sagt, dann wird das ein ganz einfaches Rennen für mich werden. Kurz danach erschien der Hase. Selbstverliebt und in der Hand eine Karotte schlenderte er zur Ziellinie. Lass es uns hinter uns bringen. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Die beiden Kandidaten machten sich für das Rennen bereit. Der Erste, der am roten Band am Ende des Waldes ankommt, gewinnt. Mit dem Signal des Maulwurfs startete das Rennen. Wie ein Pfeil schoss der Hase davon. Die Schildkröte jedoch begann langsam zu gehen. Wow, der Hase war schon über alle Berge. Die Tiere waren sich sicher, dass die Schildkröte das Rennen verlieren würde. Nach kurzer Zeit hielt der Hase an und sah sich um. Er konnte niemanden erblicken. So wie es aussieht, kommt die Schildkröte heute Nacht am Ziel an. Ich esse erst mal meine Karotte auf. Also aß der Hase seine Karotte. Als er die Rennstrecke entlang sah, konnte er in der Ferne die Schildkröte kommen sehen. Mit einem überheblichen Grinsen stand er auf und lief weiter. Der Hase war nun schon fast am Ziel angekommen. Ich bin ganz schön müde nach dem Frühstück. Ich setze mich mal ein bisschen hin und mache ein Nickerchen. Er war sich so sicher, dass er gewinnen würde, dass er seelenruhig einschlief. Die Schildkröte aber lief immer weiter, sehr, sehr langsam, aber mit großer Ausdauer. Endlich kam sie beim Hasen an. Sie sah, dass er tief schlief. Ohne anzuhalten, lief sie weiter. Kurze Zeit später wachte der Hase auf. Er sah sich um, aber konnte die Schildkröte nicht sehen. Ich kann die Schildkröte nirgends sehen. Vielleicht hat sie aufgegeben. Ich sollte jetzt mal zum Ziel laufen. Also lief er langsam Richtung Ziellinie. Doch was sah er dann? Die Schildkröte hatte ihn überholt und war kurz davor, das Rennen zu gewinnen. Mit aller Kraft versuchte er, sie noch einzuholen. Aber die Schildkröte ging vor ihm durchs Ziel. Die Tiere, die an der Ziellinie warteten, freuten sich sehr. Sie warfen die Schildkröte unter Jubelrufen in die Höhe. Der Hase jedoch stand traurig daneben. Die Schildkröte, die Siegerin des Rennens, lief zu ihm herüber. Lieber Hase, es ist am wichtigsten, dass man gewissenhaft mit dem ist, was man tut. Angeberei und Selbstverliebtheit bringen dich nicht weiter. Ich habe dich besiegt, nicht weil ich schneller bin, sondern weil ich das, was ich tue, ernst nehme. Du hast recht. Ich werde von nun an nicht mehr damit angeben, wie schnell ich bin. Ich sollte nun aufbrechen. Mein Haus ist einen langen Fußmarsch weit weg. Die Schildkröte lief lächelnd davon. Der Hase hatte seine Lektion gelernt. Von diesem Tag an gab er niemals mehr mit seiner Schnelligkeit an und forderte niemanden mehr zu einem Rennen heraus.